Und jetzt ist es soweit. Hier kommt er bereits ins Bild. Ludwig Peischer, hier sehen wir noch die drei Kampfrichter, die diesen Kampf leiten werden aus Argentinien. Der Kampfrichter und die beiden Gegner. Im blauen Judogi, Ludwig Peischer links zu sehen. Er betritt jetzt hier die Kampffläche. Sein übliches Ritual mit Schlägen auf Beine und Brust versucht er sich noch extra zu motivieren. Und jetzt geht's los. Ludwig Peischer ist von der Papierform her, muss man sagen, in diesem Kampf zu favorisieren. Younes Samadi eher ein unbeschriebenes Blatt, allerdings auch ein starker Gegner. Ludwig Peischer versucht gleich mit einer Beintechnik. Allerdings wird die jetzt, glaube ich, hier zu keiner. Ja, Marokkaner ist doch sehr wendig. Lupo Peischer hat gegen ihn noch nie gekämpft. Er kennt ihn nur von Videostudium. Und hat gemeint, es ist ein unangenehmer Gegner. Aber jetzt hat er ihn im Festhaltegriff und da ist die erste Wertung. Ludwig Peischer geht mit einer Pokerwertung in Führung. Jetzt unterbricht der Kampfrichter. Allerdings 15 Sekunden hat er ihn am Boden festgehalten, Ludwig Peischer. Und somit führt er bereits mit einer Juko-Wertung. Das ist ein Auftakt nach Maß. So hat er sich auch vor 4 Jahren vorgestellt. Allerdings war es da nach 50 Sekunden bereits zu ihm gelaufen. Und dieses Mal hier in Peking geht er mit einer Juko-Wertung nach 50 Sekunden in Führung. Das ist ein erfreulicher Auftakt. Und da wieder eine schöne Wertung. Ippon, der Kampf ist entschieden. Gratulation an Ludwig Peischer. So stellt man sich einen Auftakt bei Olympischen Spielen vor. Der Kampf hat genau 1 Minute und 17 Sekunden gedauert. Und Ludwig Peischer zieht in Runde 2 ein. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Ludwig Peischer bezwingt den zweifachen Afrikameister in kürzester Zeit, dank dieser tollen Wertung, die wir hier in der Zeitlupe sehen, dank Ippon. Eine schöne Aktion des 26-jährigen Salzburgers, super ausgeführt. Und wie ich schon erwähnt habe, Lupo Peischer und ja, mit diesem Auftakt toll gelaufen.